ride one time for your mind.
Das war mein Saison-Opening, 4:0 gegen Athletic Bilbao, vor über 50.000 Zuschauern, auch das bockstark in der MAP-Arena, eben vor dem Saisonauftakt der nächste Woche im Supercup in Leverkusen. Stimmung auch sehr ordentlich gewesen, weiß immer nicht, was du erwarten kannst von so Heimspielen oder von so Testspielen, sage ich mal, wenn eben die Ultras nicht da sind oder kein organisierter Support da ist zumindest, aber es war sehr, sehr ordentlich, gerade am Anfang sehr ordentlich. Silas hatte Bock, 1:0 gemacht, das 3:0 war natürlich wunderschön, ein paar Tricks rausgeholt und das Ding reingenetzt, der hat schon richtig Bock und hat wahrscheinlich echt mittlerweile oder gerade aktuell seinen Stammplatz wieder sicher in der Startelf, müssen wir gucken, nächste Woche in Leverkusen. Dimirovic erster Treffer, auch das glaube ich sehr wichtig für ihn, für Selbstbewusstsein und für die Selbstsicherheit auch da vorne drin, hat er reingemacht das Ding nach schöner Flanke von Deal, der sowieso ja einer der Gewinner der Vorbereitung bisher. EM-Hype war auch da, also gemerkt bei den Einwechslungen von dem Mittelstädt, von dem Führich. Gleichzeitig aber eben auch eben dieser Hype von Wertschätzung, wegen ey, gerade ein Mittelstädt und sowas oder auch ein Führich, die bleiben dann halt. Auch wenn man vielleicht mal weg wollte, Führich wollte glaube ich schon weg, hat aber eben vielleicht keinen Verein gefunden, aber sie sind trotzdem noch da am Ende des Tages und deswegen diese bisschen Wertschätzung auch, dass halt doch ein paar Spieler bleiben, oder im Großen und Ganzen sind ja sehr viele geblieben, bis auf Anton, Girassi, Ito, die halt nicht nach einer guten Saison direkt schon abhauen. Das hast du, glaube ich, auch gemerkt bei Mittelstädt und so weiter. Mit diesen Einwechslungen wollte Mate 4:0, auch das sehr, sehr schön, dass er getroffen hat. Bilbao, muss man sagen, nur ganz kurz dazu, ja, war schon recht enttäuschend. Ne? Also das ist so ein Spiel, das du auch nicht überbewerten. Du musst es trotzdem erstmal 4-0 gewinnen. Ne? Also darauf will ich gar nicht negativ blicken. Aber Bilbao war schon ja nicht wirklich existent, fand ich. Also war schon recht schwach. Ich glaube auch so ein bisschen B11 gespielt. Habe jetzt nicht so den genauen Überblick über die Bilbao-Mannschaft eigentlich. Saisonstart nächste Woche Donnerstag. Hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Da kam recht wenig. Und jetzt natürlich das, was ich ein bisschen aufgeschoben habe. Aber alles um Dennis Undav. Auch das wieder Thema Wertschätzung. Dass er bleiben will auch immer, auch immer klar kommuniziert hat und so weiter, Liebesbekundungen an Vereine, an die Fans und so weiter und so fort, ne,
Und da war alles und rund um ihn war Gänsehaut. Ne? Also am Tag vor dem Testspiel dann offiziell festgemacht, den Transfer, die Rückkehr oder ja, quasi Rückkehr von UNDAF. So richtig weg war er nie, fand ich. Einwechslung sowieso am Ende komplett krank gewesen, habe eben auch schon davor, ne? Aufwärmen, das erste Mal hinlaufen vor der Kurve, da guckt er, grinst da rein, ne? Macht den Daumen nach oben in die Kurve rein und sowas, weil er einfach verehrt wurde. Jeder Szene, wo er irgendwie was gemacht hat, Leibchen ausgesogen, boah, er kommt gleich, und dann geht's wieder ab im Stadion. Das wäre gerade ein Tor gefallen, gerade eben für so Testspiel-Stimmungsniveau, sag ich mal. Das war schon sehr, sehr geil. Meine Meinung zu UNDAF vielleicht noch in einem anderen Video oder zum Transfer in einem anderen Video. Da sehr gerne meinen VfB schon mal abchecken. Da haben wir ein Video gemacht, da mal im Podcast drüber gelabert. Also da, wer es noch nicht getan hat, da gerne reingucken. Demirovic auch nochmal Bock gemacht auf den Supercup in Leverkusen. Finde ich auch sehr, sehr geil. Dadurch auch wirklich nochmal mehr Bock bekommen auf dieses Spiel in Leverkusen, weil die Spieler eben so ganz deutlich klar nach vorne gehen und da Bock drauf haben. Demirovic, Karasor hat es, glaube ich, ein paar Mal schon gesagt, erster Titel und so weiter und so fort. Das schon, glaube ich, sehr, sehr geil. Und auch insgesamt geile Truppe beisammen, muss man einfach sagen. Klar, so ein, zwei Stellen gibt es vielleicht noch, Innenverteidiger, Stürmer, aber sonst steht da eine bockstarke Truppe einfach auf dem Platz. Auch so wie ein Rieder, das erste Mal so richtig gesehen, Transfer irgendwann während der EM klar gemacht, danach logischerweise Pause für ihn, Urlaub für ihn nach der EM. Jetzt so richtig angekommen, das erste Mal, den habe ich oft schon vergessen, wenn ich meinen Kader durchgegangen bin, weil er einfach nie so richtig präsent war hier. Jetzt ist auch er da. Und ja, das ist einfach wirklich ein Top-Team, was da steht aktuell. Kann man, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß und sehr, sehr viel Hoffnung haben und Bock haben einfach eben auf die neue Saison. Und auch da, wie gesagt, war ja ein bisschen weg jetzt hier mit Videos. Auch da, ich bereite vor, ich habe meine News-Geschichten zusammengesammelt, aber ich komme halt nie dazu, das alles irgendwie final aufzubereiten, weil ich eben auch keine Lust drauf habe, dann halt nur auf die letzten, keine Ahnung, 2 Wochen einzugehen, sondern wirklich die ganzen Sachen durchzugehen, über die Spieler zu reden, auch Sachen, die länger her sind, halt nochmal mit reinzunehmen. Und dadurch zieht sich das wirklich komplett in die Länge und ich krieg's einfach final nicht hin. Aber auch dazu, warum es vielleicht gerade weniger Videos kam oder keine Videos kamen, eben gerade ab der Zeit von Gladbach, dazu auch wahrscheinlich ein paar Sätze mehr eben. Wenn ich dann dazu komme, zu so einem Video, ne, News-Podcast-Style, dann kann ich da ein bisschen mehr drüber erzählen. Sonst auch im Stadion schön gewesen, wieder erkannt worden von ein, zwei Leuten, Fotos gemacht, freue mich wirklich jedes Mal aufs Neue, sehr, 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 sehr geil. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und natürlich, das war jetzt wieder mein normaler Heimvlog, aber auch daran, sage ich mal ganz doof, nicht gewöhnt, sage ich mal, war eben, ja, ich sag mal ein Ausnahmefall. Testspiel heißt, vorhin schon angesprochen, keine Ultras da, kein organisierter Support da. Das heißt, auch quasi ja der Grund, warum ich halt zu Hause in einem Heimspiel nicht filme, war nicht da, sag ich mal. Andere haben ja kein Problem damit, aber die haben mich ja damals drauf angesprochen. Und deswegen gehe ich da kein Risiko ein, ganz simpel gesagt. Deswegen hier auch anderer Block gewesen, weil mit mehr Kollegen da gewesen, als ich Dauerkarten habe eigentlich. Also ich bin mit der Dauerkarte auch nicht umgezogen. Es bleibt alles wie immer oder wie letzten Jahre. Und jetzt eben auch für letzte Saison, also zu Hause habe ich auch weiterhin vor, einfach Audio-Stadion-Vlogs zu machen. Wie gesagt, einfach das Risiko nicht einzugehen. Vielleicht wieder auswärts hier und da, was, wenn eben eine klare Trennung da ist, wenn ich ganz klar sie nie im Bild habe oder ganz klar eben auch generell eine Trennung ist zwischen Sitz- und Stehbereich und so weiter und so fort. Alles schon mal erläutert im längeren Video, aber das hier nur mal klar, nicht, dass irgendwer glaubt oder hofft oder so von mir aus, dass hier wieder normale Stadion-Vlogs kommen. Das wird nicht passieren, weil Dauerkarte bleibt ganz normal gleich und dann bleiben auch die Probleme ganz normal gleich. Aber in dem Spiel jetzt hier war es eben nicht der Fall. Keine Ultras da, organisierter Support nicht da, Testspiel da, alles ein bisschen anderer Charakter, ja, dass ihr da Bescheid wisst. Ja, lasst euch gerne Kommentare da, generell zum, ja, allem, was passiert ist, was seit Gladbach passiert ist. So doof es klingt, wie gesagt, ich versuche mich an das andere Video noch zu machen, an längeren News-Podcast, wie gesagt, da auch vielleicht ein paar, ja, paar Sätze mehr dazu, was jetzt in dieser Pause war, sage ich mal, wenn man es so nennen möchte. Und auch natürlich wie immer gerne kostenlos Abo und Daumen nach oben da lassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.